Yo Leute, was geht ab? Fatins hier vom Tactical Suicide Clan mit einem neuen Gameplay-Commentary. Im Hintergrund seht ihr, ich glaube schon ein Gameplay, was ich schon mal gebracht habe, ein 107 zu 12 von Enabli. Das soll jetzt aber keine Enabli zerstört werden, sondern ein normales Commentary. Und zwar ist das Thema das letzte Video, was ich hochgeladen habe, das Real-Life-Teil, wo ich den kleinen 8-Jährigen da in manchen Augen vielleicht bloßgestellt habe, was auch immer. Ja, wollte ich mal meine Meinung ein für alle Mal zu diesem ganzen Thema eben, ja, aufzeigen und wollte da ganz gerne mal in diesem Video anfangen, was eben das verdeutlicht, was ich in den ganzen letzten Monaten schon gesehen habe, beziehungsweise in den ganzen paar Jahren, die ich jetzt auf YouTube da unterwegs bin, in Deutschland, in Amerika etc. Und zwar wollte ich ganz einfach mal damit anfangen, dass, wenn man Amerika und Deutschland vergleicht, wird ja klar, dass irgendwie der große Unterschied da ist von der Community einfach, die ja viel größer ist in Amerika. Aber das ist gar nicht so das Ding, sondern einfach, wenn man nach Amerika guckt, hat man keine 8-jährigen YouTuber. Hat man nicht. Man hat eigentlich fast ausschließlich eigentlich erwachsene YouTuber, zumindest die, die ich jetzt kenne. Und ich kenne wirklich viele, weil ich ja eigentlich fast nur die amerikanische Szene mittlerweile nur noch verfolge, weil sie mir einfach viel reifer ist. Und genau das ist nämlich das Thema in Deutschland, wenn ich mir das angucke. Ich bin da durch Zufall drauf gekommen, weil ein Kommentar von jemandem, den ich abonniert habe, auf diesem Video war, eben von diesem 8-Jährigen. Das soll kein Flame werden an den 8-Jährigen, weil er in meinen Augen schon Respekt und Mut verdient hat. Also Respekt für den Mut verdient hat, so. Irgendwie habe ich heute was mit meiner Aussprache, keine Ahnung. Weil das würde ich jetzt nicht jedem 8-Jährigen zutrauen, dass er sich hinsetzt, dass sein Freund das aufnimmt, wie er live irgendwas erspielt und dabei dann noch irgendwas rumlabert und das dann auch auf YouTube hochlädt, was ja auch nicht so der Alltag ist. Aber das Thema ist einfach, er ist einfach 8. Ja, er ist 8, es geht nicht um sein Alter, da kann er ja nichts zu. Ich finde es sehr solide, dass er das macht, aber er muss es echt nicht machen. Und wenn man nicht mal daran erinnert, was habt ihr gemacht, als ihr 8 wart, beziehungsweise als ihr in der 3. oder 4. Klasse wart, in der Grundschule. Grundschule, das verdeutlicht das nochmal. Ihr habt ganz bestimmt nicht vorm Fernseher gehockt, habt Call of Duty gezockt, das aufgenommen und sogar noch bei YouTube hochgeladen. Ganz bestimmt nicht. Sicherlich, das war noch eine andere Zeit unbedingt, das muss man ja auch sagen, aber ich habe damals eben Pokémon gespielt und zugesehen, dass ich den Pokédex voll kriege und nichts anderes. Vielleicht noch ein bisschen was für Hausaufgaben gemacht, aber auch nicht viel. Und das ist nämlich genau das Ding, der ganz genaue Unterschied. Es hat sich so viel getan mittlerweile einfach. Und ich finde es einfach schade, dass man den Leuten, ich habe zwar in dem Video das bisschen herablassend gesagt, von wegen geh raus, keine Ahnung, geh verstecken spielen, was auch immer, habe ich ein bisschen herablassend gesagt, muss ich zugeben, entschuldige mich auch für. Aber es war einfach mal purer Ernst, dieses Video. Es war nicht, dass ich ihn auslachen wollte, bloßstellen wollte, etc. Es war einfach die Tatsache, dass ich entsetzt darüber war, was Eltern praktisch ihren Kindern zu spielen geben. Nicht, weil es bei mir irgendwie groß anders war oder so. Ich habe, als ich 10 war oder so, habe ich angefangen, GTA zu spielen. Aber das war was ganz anderes. Da das GTA und Call of Duty, das ist noch irgendwie was anderes für mich. GTA ist einfach Spaß haben. Man regt sich nicht auf, nix. Und wenn ich das YouTube-Video sehe, wo er sich da schon, auch wenn es in geringem Maße ist, darüber aufregt, dass er stirbt oder was auch immer, das ist genau diese Sache, was auch das COD-Spielen und sowas auch versaut. Es geht ja nicht an ihn, da kann er ja nichts zu, aber er hat in dem Video zum Beispiel gesagt, er spielt dieses MK48, keine Ahnung, was er da gespielt hat, die LMG mit Zielsucher, spielt er deswegen, weil er nicht nachladen muss und weil er damit gut zielen kann. Warum? Weil die Gegner ja ihm schon angezeigt werden, im Grunde als rote Kästchen. Das ist nämlich genau das, warum Call of Duty kaputt gemacht wird, gerade in Deutschland. In Amerika kann man es noch einigermaßen spielen, weil da sind sie eigentlich alle schlecht. Aber da spielen sie eben nicht so. Das ist eben der große Unterschied. Da spielen sie nicht so. Und diese seltsamen Waffenkombinationen, die es in Black Ops 2 gibt, ermöglichen es den kleinen Kindern auch eben Erfolg zu haben. Das ist der richtige Absatzmarkt für Infinity Ward und Activision. Deswegen können sie es so machen. Und ich finde es einfach schade, dass die Eltern das auch noch unterstützen, dadurch, dass es dem Kind geben praktisch, das Spiel. Finde ich schade. Und sage ich ganz offen und ehrlich, ich würde es meinem Kind später nicht so geben. Da würde ich warten, bis es eben diese Reife besitzt. Meine Eltern haben mir das auch immer gesagt. Ich wollte immer nicht auf sie hören, aber im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt,
weiß man, wann man ungefähr die Reife besitzt, so ein Spiel zu spielen. Das ist eben nicht mit 8. Ganz bestimmt nicht. Mit 8, also wirklich. Das ist genau das Ding. Ihr habt euch in meinem Video, in meiner Videoantwort praktisch, habt ihr euch drüber ausgelassen, wie herablassend ich doch sei zu dem 8-Jährigen, dass der doch nichts dafür könne, dass er so jung wäre, etc. Und dass ich, ob ich nichts Besseres zu tun hätte, ihn die ganze Zeit zu beleidigen, ja. Zum ersten Mal wollte ich dazu sagen, hätte ich diese Reaktion nicht gemacht und ihr hättet ihr nur das Originalvideo gesehen, was ich dann möglicherweise auf meinem Kanal hochgeladen hätte, einfach ohne das irgendwie zu kommentieren, hättet ihr euch drüber ausgelassen, was das denn für ein kleines Kind ist, dass das ja noch viel Besseres zu tun haben müsste, als zu spielen. So habt ihr euch darüber ausgelassen, was ich denn für ein Arschloch sei, mich über kleine Kinder auszulassen, wie niveaulos ich sei, etc. etc. Niveaulos bin ich ganz bestimmt nicht. Die Leute, die mich kennen oder beziehungsweise die Leute, die meine Videos öfter schauen, als einfach nur ein random Hater, der den Blaubarschbube, wie er hieß da, abonniert hat, die wissen ganz genau, dass ich nicht asozial bin oder so. Ich habe ganz bestimmt mein Niveau, aber das war einfach nur, um meinem Entsetzen irgendwie Ausdruck zu verleihen, dass ich es einfach absolut nicht akzeptieren kann, dass ein 8-Jähriger so ein Spiel bekommt. Beziehungsweise überhaupt an so ein Spiel rangelangen kann, weil er versteht das ja noch gar nicht. Also, klar, bei Call of Duty muss man differenzieren zwischen Realität und Fiktion, aber irgendwo, es ist für mich nicht ganz tragbar, dass man einem Kind das vorsetzt, weil es natürlich, verherrlicht den Krieg, wenn auch in einem geringen Maß. Das hört sich jetzt so an, als ob ich irgendwie so ein behinderter Psychiater wäre. Ich lache mich da auch immer drüber kaputt, aber ist halt leider so. Und wenn man den Tod so leicht assoziiert, wie bei Call of Duty, praktisch steht überhaupt den Tod assoziiert mit dem Spiel, und das können ja die 8-Jährigen noch gar nicht so wirklich unterscheiden, würde ich jetzt mal so behaupten, sag ich mal so, dann weiß ich nicht, ob es richtig wäre, ein Spiel dem Kind zu geben, was es eigentlich noch gar nicht nachvollziehen kann, warum es einfach so geschieht und warum es solche Sachen gibt. Das war's eigentlich, ich gebe einen Fick auf die Hater und bis demnächst, ciao.